Herzliche Grüße, meine lieben Zuschauer und Leser meines Wochenhoroskopes. Wir haben nun wieder die nächste Woche vor uns und das Wochenhoroskop steht bereit vom 10.07. bis zum 16.07.2017. Wir sind also mittendrin im Hochsommer. Ja, und der Spruch der Woche lautet: Zwei unterschiedliche Tendenzen sind aktiv. Machtkämpfe halten weiter an. Es ist Achtsamkeit gefragt und es gibt totale Unbeschwertheit und Liebeshoffnung. Schauen wir doch mal. Unsere Sonne, der Persönlichkeitskern im Krebs, meine lieben Zuschauer und Leser, steht auch in dieser Woche unter spannungsreichen Aspekten. Einmal ist die zwingende Spannung zu Pluto, dem tiefgreifenden Wandler im Steinbock, sehr aktiv und alles, was ich dazu in der letzten Woche erläutert habe, trifft auch genauso in dieser Woche weiter zu. Dazu kommt dann noch, dass unsere Sonne nun immer weiter auf unseren Energieplaneten Mars im Krebs zusteuert. Damit verschärft sich die Spannung zu Pluto in Verbindung mit Mars noch einmal. Es ist wieder mit sehr aggressiven Tendenzen verbunden. Ich hätte hier gern auch etwas Schöneres sagen wollen, aber manche Dinge sollte man auch glasklar vor Augen bekommen und seinen Blick dafür öffnen. Hier geht es auch immer darum, seine eigenen Verhaltenstendenzen in Augenschein zu nehmen und sich damit auch auseinanderzusetzen. Sie kennen das ja sicher schon von mir. Ich entlehne manche Formulierungen da auch gerne mal aus meiner Energiearbeit. Und da heißt es so schön, der Spruch, was ich aussende, kommt auf mich zurück. Und gerade in solchen Zeiten ist dieser Spruch sehr aktuell. Aufpassen auf sich selbst und sich nicht in Machtkämpfe hineinziehen zu lassen oder es vielleicht noch selber provozieren. In dieser Woche ab dem Samstag, dem 15.07., baut sich dann auch zusätzlich noch ein Spannungsquadrat zwischen unserer Sonne und Uranus, unserem Revolutionär, auf, was noch zusätzlich für unerwartete, unruhige Ereignisse Pate steht. Man kann sich sicher nicht völlig isolieren, aber man kann Obacht geben, in welchem Umfeld wir uns gerade befinden und dort besonders achtsam bleiben. In den ganz persönlichen Lebensbereichen hat es mit Machtkämpfen wieder zu tun. Man sollte sich also vor Kurzschlussreaktionen hüten und lieber doch nochmal tief durchatmen, bevor man alles Porzellan zerschlägt. Eine Uranus-Sonne und dazu Mars-Positionierung stellen oft auch Unfallaspekte dar. Also Uranus hat etwas mit Technik, mit Medien, im weitesten Sinne auch mit Kommunikation zu tun und Mars halt mit Feuer. Allerdings hier im Wasserzeichen, hier geht es dann um aufwühlende Emotionen. Immer wenn Uranus daran beteiligt ist, handelt es sich auch um plötzliche, unvorhergesehene Ereignisse. Also es ist wirklich angeraten, auf sich und sein Umfeld genau Obacht zu geben und auch seine eigenen Sensoren einzuschalten. Wer hier jetzt genauere Informationen wünscht zu seiner ganz persönlichen Situation, wie seine eigenen Horoskopdaten dazu stehen, der kann das wieder ganz einfach bei mir unter www.berbel-reub.com/kostenlose-beratung/erfahren. Ihr habt ja immer die Möglichkeit, im Erstgespräch eine 15-minütige kostenfreie Erstberatung zu bekommen, um euch zu informieren, wie es vielleicht bei euch gerade aussieht. So, Merkur, unser Denker und Planer im majestätischen Löwen, meine lieben Zuschauer, ist in dieser Woche jetzt durchweg positiv aspektiert. Was auch recht förderlich ist, denn damit bekommt der gesunde Menschenverstand schon mal die Oberhand. Kann ja nicht schlecht sein in dieser ganzen Situation. Merkur bildet einmal zum Liebesplaneten Venus und zum Glücksplaneten Jupiter positive Aspekte. Das bietet jetzt gute Verhandlungsmöglichkeiten. Also das Potenzial ist gegeben, dort in Verhandlung treten zu können. Zur Venus habe ich ja in der letzten Woche schon Erläuterungen abgegeben. Die Verbindung mit Jupiter ist besonders mit der Kommunikation sehr günstig bestrahlt. Günstig für alle Redner, für alle Schreiber, für Anwälte, für alle Geistarbeiter. Also
ist das alles sehr, sehr positiv bestrahlt. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Entsprechungen, aber das jetzt erst einmal im groben Überblick. Unser Liebesplanet Venus bekommt dann ab Freitag, dem 13.07., ein Freitag der 13., den spannungsreichen Neptun zu spüren. Der steht gern für Täuschung in der Liebe. Der steht auch gern für unerfüllbare Liebeshoffnungen, auch für Betrug in Liebesdingen. Also Venus steht ja auch für Geld und schöne Dinge. Hier kann es in Geldangelegenheiten jetzt nicht ganz ehrlich zugehen. Auch Neukäufe können den guten Geschmack entbehren. Man kann in dieser Zeit zumindest gute künstlerische Inspirationen empfangen. Das empfiehlt sich dann in diesem Moment auch, sich mit den schönen Dingen auch einmal so richtig ein bisschen hinaus rauszuziehen aus dem großen Trubel. Auch Jupiter bildet dann ab dem 14.07. einen schönen Aspekt zu Venus. Das lässt also viele Sorgen vergessen und fördert Frohsinn und Leichtigkeit des Seins. Das können wir natürlich in diesen spannungsreichen Zeiten auch gut gebrauchen. So, man merkt jetzt schon, wie unterschiedlich in dieser Woche wieder die Tendenzen sind. Es sind hier hochaggressive Tendenzen vorhanden und die vollkommene Unbeschwertheit. Jetzt kommt es also auch auf jeden Fall darauf an, wie man sich orientiert. Deswegen hatte ich das auch im letzten Horoskop gesagt, es geht um diese Gedankenkontrolle. Das hängt natürlich wieder auch davon ab, wie wirklich die geistige Grundeinstellung ist. Ignorieren sollte man auf gar keinen Fall beide Tendenzen, die momentan in dieser Woche existieren. Aber es ist wichtig zu wissen, wo denke ich mich hin, ja? Zumal Jupiter weiter in direkter Spannung auch zu Pluto, dem Wandler im Steinbock, platziert ist. Und wieder stehen hier nämlich religiöse Auseinandersetzungen im Fokus. Und dazu hatte ich auch bereits in den letzten Wochen meine Ausführungen durchgeführt. Denn religiöse Auseinandersetzungen können ganz leicht zu aggressiven, kriegerischen Handlungen führen. Wer jetzt wieder zu dieser Situation für sich selber wissen möchte, wie seine Planetenstellung dazu positioniert sind, der kann es natürlich auch wieder ganz einfach bei mir unter www.bärbel-reub.com/kostenlose-beratung/ erfahren. So, nun haben wir unseren Neptun, den nicht Neptun, unseren Saturn, unseren Hüter und Begrenzer im Schützen. Er steht in dieser Woche weiter hilfreich und stabilisiert uns in dieser ganzen verrückten Phase. Die positive Verbindung zu unserem Schicksalsanzeiger Mondknoten im Löwen bleibt auch bestehen und auch hierzu hatte ich schon in der letzten Woche einige Ausführungen vorgenommen. Und auch Uranus steht zum Schicksalsanzeiger Mondknoten im Löwen förderlich und unterstützt weiter die Aktivitäten, die besonders mit Selbstbehauptung und Eigenverantwortlichkeit, Selbstachtung und Selbstermächtigung zu tun haben. Ja, meine lieben Zuschauer, und damit beende ich jetzt erst einmal wieder meine Ausführung für diese Woche und ich wünsche euch natürlich, dass ihr euch auf die richtigen Gedanken, für euch förderlichen Gedanken konzentriert und wachsam bleibt für diese wirklich aufregende Woche. Als Information wieder im Anhang, dass ich mein neues Buch, das Jahrbuch aller Wochenhoroskope 2017 für euch zur Verfügung stehen habe, auf meiner Webseite unter www.bärbel-reub.com ist es abrufbar. Das ist eine schöne Möglichkeit, mit den Sternen für dieses Jahr zu planen und auch eine recht einfache Orientierungshilfe. So. Ja, ich freue mich natürlich immer über eure Feedbacks. Ihr habt die Möglichkeit, wieder eure persönlichen, ganz persönlichen Horoskope bei mir zu beantragen oder zu bestellen per E-Mail, per Telefon oder auch auf meiner Webseite, auch eure Jahreshoroskope. Und nehmt einfach mit mir Kontakt auf. Ihr wisst ja, meine Kontaktdaten sind ganz einfach hier unten auf der linken Seite zu finden. Und freue mich natürlich wieder über eure Kommentare, Feedbacks und Anfragen. Ganz besonders auch die Informationen, die ich über die sozialen Netzwerke von euch bekomme. Seid jetzt erstmal wieder ganz, ganz herzlich gegrüßt von mir, Bärbel Reub, eure Astrologin. Und ich wünsche euch alles Liebe für die kommende Woche. Tschüss, macht's gut,
bis zur nächsten Woche.